Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video am 3. Advent mit der Tür Nummer 11 beim Hecht und Barsch Adventskalender. Ich zeige euch mal kurz, wo die ist. Da. Genau, ich nehme die mal raus. So. Und dann schauen wir mal, was wir denn heute hier Schönes haben. Morgen ist schon Halbzeit bei den Kalendern. Schon fast ein bisschen traurig. Aber hey, so ist es halt. Es ist ziemlich schwer. Mal gucken, bin gespannt. Kann ich nicht sagen, was es ist. Es ist ein LMAB-Produkt und damit ist es Fluorocarbon. 0,30 mm Durchmesser, Power 6 Kilo, also Tragkraft hier in dem Fall. Und 15 Meter sind drauf. Clear, also es ist sehr durchsichtig und es ist Medium Stretch, also so ein Mittelding. Also es ist nicht, was gibt es denn da noch? Wie heißt es sonst noch? Slim Stretch vielleicht und Large Stretch. Irgendwann mit S und L höchstwahrscheinlich. Ach, naja. So, jetzt geht's hier aber wieder los. Wie packe ich das jetzt aus? Das habe ich schon mal in einem Video gehabt und da habe ich mich furchtbar blöd angestellt. Sage ich ja. Ich habe mich furchtbar blöd angestellt. So. Oh Gott, hoffentlich guckt keiner zu. Nein. Naja, ich wollte es sowieso auspacken. So, da ist es. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht, das ist nämlich durchsichtig. So ungefähr. Ja. Kann man mal brauchen. Natürlich hier eine Barsch-Zander-Größe. Tatsächlich würde ich die auch fischen. Fisch aber tatsächlich noch ein bisschen dicker. Aber ich bin auch nicht der Profi, sage ich jetzt mal so. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Kann sicherlich fast jeder gebrauchen von uns. Und gerade auch für die Sachen im Kalender sollte das auf jeden Fall passen. Eine schöne Spule, toll auch mit dem System. Dass man es halt in den Tackleboxen halt vernünftig lassen kann, ohne dass sich halt alles abspult. Manche machen halt auch so eine Art Gummi drum, so einen etwas breiteren geht auch. Aber hier können wir dann halt nachher einfach das immer so abziehen, wie wir es brauchen und haben nicht ein riesengroßes Knäuel Vorfachmaterial nachher in unserer Tackle-Box. Ganz genau. Ja, ziemlich nice. Genau, gefällt mir ganz gut. Dann bin ich gespannt, was es morgen gibt. Ich wünsche euch noch einen tollen 3. Advent und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.